Herzlich willkommen. Hier ist Conny Liff von Soul Voice Sound und Martin Zimmermann. Und heute geht es um das Thema You get what you give. Du bekommst das, was du gibst. Und ich beginne mit zwei Fragen für euch. Die erste Frage, die ich euch stelle, seid ihr eher ein Geber oder seid ihr eher ein guter Nehmer und Empfänger? Einfach mal kurz reinspüren in die zwei Fragen. Diese zwei Sachen werden heute Thema sein. Wir machen ein YouTube-Video für euch, um aus unserem persönlichen Leben und auch Unternehmen zu erzählen, was wir da für Erfahrungen gemacht haben. Und bevor wir starten, stellen wir uns ganz kurz vor und ich gebe schon mal ab, dass der Martin beginnt, sich vorzustellen. Danke, Conny, für die Einleitung. Schön, dass wir zusammen hier diese neue Unternehmung, diese Zusammenarbeit hier machen können. Freut mich sehr. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und ich mache viele Videos zu den unterschiedlichsten Themen, die dich beschäftigen, die uns beschäftigen, die mich beschäftigt haben und deswegen immer wieder mit neuen Personen und hier zum Start dieser brandneuen Serie mit Conny Liff, ja, wünsche ich dich herzlich willkommen und gebe wieder ab an dich zurück, Conny. Ja, danke Martin. Mein Name ist Conny Liff, ich bin die Gründerin von Soul Voice Sound, gib deiner Seelenstimme Freiheit und Ausdruck. Und in meinem Unternehmen begleite ich vor allem Sänger und Songwriter, mit ihrer Stimme blockadefrei zu werden und dann auch ihre eigene Musik sichtbar werden zu lassen. Ich begleite sie unternehmerisch, damit sie wirklich ihren Traum hier mal auf die Erde bekommen und ja, erfolgreich sind mit dem, was sie lieben. Ja, deswegen machen wir auch immer Musiktitel. Wir haben das Beam Up Your Business genannt, weil wir gedacht haben, so, ja, wir beamen euch jetzt mal ein bisschen ab aus dem Lebensweg, den wir gemacht haben als Unternehmer. Die Höhen und Tiefen und wollen auch immer wieder aus dem Nähkästchen plaudern, was uns geholfen hat. Und wir wollen euch wertvolle Tipps vor allem mitgeben. Also unbedingt dranbleiben zu diesem Thema Geben und Nehmen. Ja. Die erste Frage, die ich dazu stelle, kommt direkt aus dem Song, weil er singt eigentlich los und er sagt, ja, wacht auf, Kinder, ich könnte es jetzt auf euch übertragen, wacht mal auf und ja, wo sind diese Träume da draußen? Und ja, als 14-Jährige, 15-Jährige hatten wir vielleicht mal ganz viele Sachen, ja, haben vielleicht auch gebetet, dass es so eintreffen soll. Ja, die Frage auch an euch raus, lebt ihr eure Träume? Und was ist euer Traum? Ja, auch bitte immer gern in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ich eine Frage habe. Uns interessiert brennend, was ihr da so macht. Und deswegen gebe ich an Martin ab. Da hinten sind schon die Palmen und Strände. Lebst du deinen Traum? Und wenn ja, was ist passiert? Ja. Ja, vielleicht ganz kurz noch. Wir haben ja den Titel noch nicht bekannt gegeben. Es handelt sich um die Gruppe New Radicals, wenn ich mich... Ja, richtig. Genau. 98 rausgekommen übrigens, ja. Da waren wir ja auch jung. Ja, ganz One-Hit-Wonder fast, kann man sagen, oder? Ja, richtig. Ja, also zu meinem Hintergrund und auch zu mir. Ich denke, es fängt immer damit an, sich wieder mit seinen Träumen zu identifizieren, dass man zurückgeht in seine Kindheit und schaut, was war da los, wie habe ich mir mein Leben vorgestellt und im Vergleich dazu, wo bin ich gerade und passt es auf meinen Lebensweg oder fühlt sich das richtig an, wo ich hingehe oder wo ich gerade bin? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Schaue ich zuerst mal in die richtige Richtung und dann natürlich geht es darum, den Weg auch zu gehen, der meinen Träumen entspricht. Und ja, wie ihr hier sehen könnt oder wie du hier auch siehst, Conny, hier, der Strand hier, ich weiß nicht genau, wo es ist, mich hat das Foto nur angesprochen, entspricht es schon so ein bisschen meinem Traumleben. Allerdings habe ich das schon alles erlebt. Also ich war schon an den schönsten Stränden der Welt. Ich war auf den Seychellen, ich war in Australien im Great Barrier Reef und wo man sich halt vorstellen kann, Brasilien im Norden, auch an super Stränden. Aber es hängt immer davon ab, wie empfinde ich das? Ist das wirklich mein Traum und mit wem verbringe ich den auch? Ich war da leider mit der falschen Person
zusammen, von der ich nicht wusste, dass es nicht die Liebe ist, die ich bis zum Leben oder bis zu meinem Ende des Lebens aufrechterhalten kann, die nicht wirklich zu mir passt. Also ist die Frage immer, passt es zu mir? Ist es denn Traum, den ich lebe oder das Leben, das ich lebe, ist das wirklich meins? Habe ich mir es aus mir, aus dem Innen heraus manifestiert? Und gebe ich mich darin auch auf, sprich, gebe ich mich daran hin, dann sind wir wieder beim Geben, gebe ich mich diesem Schicksal unter Anführungsstrichen hin, ist das wirklich meins, das ich mir schon immer so gewünscht habe, vorgestellt habe, oder kommt es von außen, ist es von meiner Partnerin damals eher gewesen, sowas wie in meinem Fall, oder hängt es mit deiner Umwelt zusammen, mit den Gegebenheiten, die außen passieren, Medien, was auch immer da als Einfluss da sein kann. Und wenn ich die Frage mal in dem Moment, wie ich sie richtig beantworten konnte, dann ist mir bewusst geworden, dass ich ja eigentlich gar nicht mein Traumleben lebe, obwohl ich eigentlich schon das Traumleben von anderen gelebt habe, was sich vielleicht in meinem ganzen Leben nicht mal vorstellen konnten, dass ich da war, aber es hat mich nicht erfüllt. Also es geht dann immer in die Frage, was erfüllt mich? Warum hat es mich nicht erfüllt? Weil ich auch nicht mich darin rein, ja, ich konnte mich nicht hundertprozentig darin reingeben. Ich hab nicht in dem Moment gelebt. Ich war zwar dort, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war nur physisch dort, nicht geistig und seelisch. Und weil ich schon wieder irgendwie vorausgedacht habe oder ich war mit meinem Ego beschäftigt oder mit anderen Bedingungen, aber ich war nicht richtig da irgendwie. Und das denke ich mir, irgendwas ist da falsch gelaufen bisher, darf ich was ändern? Ich gebe die Frage zurück, jetzt bin ich schon wieder, habe ich ein bisschen eher ausgeholt, aber darum geht es bei mir, dass ich mein Traumleben ich kann mir mein Traumleben ständig neu manifestieren, neu ausdenken und so geht es mir, dass ich sage, was kann ich geben, damit ich dahin komme, wo ich hin will. Und dann sind wir auch so bei dem Geben, aber da kommen wir noch, glaube ich, darauf zu sprechen. Also Conny, wie schaut dein Traumleben aus, was hat sich bei dir ergeben und bist du auf dem richtigen Weg des Gebens, des Hingebens auch. Da hast du echt wertvolle Sachen jetzt wieder angesprochen. Danke, Martin. Ihr merkt schon, wenn ihr zuschaut, also mit Martin komme ich gerne vom Hundertsten ins Tausende, weil es so spannend ist, mit ihm zu sprechen. Ja, also unbedingt auch eure Fragen rein posten. Ja, zu deiner Frage, wie war das bei mir? Was ich euch mitgeben würde, weil wir wollen ja hier ein paar Tipps auch mitgeben, ist, ich wusste als Kind bereits, dass ich gerne singe und Sängerin werden wollte, doch mein Lebensweg ist dann trotzdem komplett anders gelaufen, dass ich bis zum 30. Lebensjahr eigentlich so gut wie gar nicht gesungen habe, ein bisschen im Chor zwar, Jugendchor, Schulchor, Kirchenchor, aber ich habe das ziemlich abgerissen, vor allem zwischen 19 und 30 bin ich da völlig weggekommen oder vielleicht kennt ihr das mal unter der Dusche singen oder in der Badewanne, ja. Da war das noch da und präsent. Und da komme ich auch sofort zum Herzen, weil als ich 30 wurde, ich war in einem gebenden Beruf. So viel zu unserem Thema. Ja, ich bin erst Erzieherin geworden, dann bin ich Sozialpädagogin geworden, dann bin ich Mediatorin geworden. Ich war wirklich in diesem Geben, Geben, Geben drin. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich schätze diesen Berufsstand sehr. Doch ich merke, was ich erlebt habe, auch mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, ist, dass sie nicht aus der Fülle herausgeben, ja, sondern die haben sehr, sehr viele eigene Themen dort aufzuarbeiten, warum sie in einen gebenden Beruf reingegangen sind. Und das ist mir bewusst geworden, als ich 30 wurde, weil ich gemerkt habe, boah, was will ich das noch weitermachen, auch wenn es mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten nach wie vor. Macht es mir Spaß? Was will ich wirklich? Ja? Und da war so der erste Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, was will denn mein Herz? Ja, wo will ich denn hin? Was macht mir wirklich Freude? Und dann, das ist auch die Frage, die ich an euch rausgebe, ist, was macht euch wirklich so viel Freude, dass ihr die Zeit verliert? Dass ihr wirklich merkt, es sind Stunden vergangen und wow, das hat euch so erfüllt, dieses Tun oder auch manchmal nur Sein, ja, diese Aktivität. Und dem bin ich dann ab meinem 30. Lebensjahr gefolgt. Also um die Frage zu beenden, Martin, ich seit 15 Jahren baue ich diesen Traum immer weiter aus, ja, immer weiter, immer mehr.
und bin absolut auf dem richtigen Weg. Wird allerdings noch viel größer werden, weiß ich schon. Genau, also es ist auch eine andere Form von Geben, weil ich jetzt aus dieser Fülle herausgeben kann, weil mich das ja so selber erfreut, es zu machen. Es fühlt sich jetzt nicht mehr wie Arbeiten an. Wenn ich eine Ja. Musik erstelle, wenn ich komponiere, wenn ich was singen darf, dann fühlt sich das wie Hingabe eher an, aus diesem Erfülltsein heraus und nicht mehr eben aus dem Loch, also so wie ich es aus meiner sozialen Zeit kannte, wo ich abends heimgekommen bin und total fertig und kaputt war, weil es eigentlich eher Energie gezogen hat, lebe ich jetzt den Traum, dass ich abends da sitze und sage, boah, geil, ich bin so aufgetankt, freue mich auf den nächsten Tag. Also das ist schon was, was sich gedreht hat. Kennst du das auch? Also, dass es sich so umdreht? Ja, auf jeden Fall. Deswegen mache ich auch, bin ich auch im Coaching unterwegs, weil es genau der Punkt ist, dass wenn, dass ich habe früher mit dem, immer mit diesem, mit dieser Erwartungshaltung gearbeitet, gesagt habe, ich muss jetzt hier dem jemanden, dem Unternehmen dienen, meinen Mitarbeitern dienen, weil ich weiß, dass ich dadurch Geld bekomme oder ich will maximal viel Geld einnehmen durch diese Tätigkeit. Aber letztlich habe ich es ja nicht für mich gemacht, sondern immer ja, für andere Menschen. Ich habe es zwar gerne gemacht und es hat mich erfüllt, wenn ich anderen geholfen habe, aber die meiste Zeit habe ich für was gearbeitet, was ich gar nicht wusste, was eigentlich der Sinn dahinter ist. Also ich war im Controlling unterwegs, im Finanzwesen und habe da meine Budgets erstellt, Pläne erstellt und Monatsabschlüsse geregelt und gemanagt für verschiedene, für mehrere Länder in für meine Firma, internationaler Großkonzern. Aber es hat mich immer nur energetisch runtergezogen, weil ich, ja, wie gesagt, ich habe da nicht den Sinn dahinter gespürt. Ich habe da keinen Mehrwert gesehen, auch fürs Unternehmen an sich, weil da auch kein direktes Ergebnis dahinter steht. Und irgendwann mal war es dann so weit, dass ich gesagt habe, nee, das ist, wie schon gesagt, das ist nicht mein Weg, das ist der Weg von jemand anderem. Ich mache das nur fürs Geld und das kann nicht länger gut gehen. Und entsprechend hat dann auch mein Körper reagiert und was dann alles so dann dazu kommt, so die ganzen mentalen Probleme und Depressionen. Das ist jetzt echt ein wichtiger Aspekt, auch glaube ich für unsere Zuhörer. Vielleicht geht es Ihnen ja genau ähnlich und ich kenne das eben auch. Der Körper meldet sich dann oder die Psyche. Und das ist schon ein weiterer Tipp, den wir euch mitgeben wollen, weil das war bei uns beiden gleich. Ich habe mich immer gefragt, wie denn mein Herz, meine Seele mit mir spricht. Und wir haben ein tolles Sprichwort. Das heißt nämlich, dass unser Körper der Spiegel der Seele ist. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, oh, jetzt bin ich melancholisch, depressiv, das kenne ich auch aus meinen 20er, 30er Jahren, dann ist das ein wichtiger Hinweis, dass ihr jetzt gerade einen Weg geht, der nicht eurem Seelenplan entspricht. Ja? Also hört bitte auf euren Körper. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch wieder kommentieren, weil eure Seele spricht aus meiner Sicht eben über diese körperlichen Erscheinungen mit euch und auch über eure Gefühle. Und auch vermischten Gefühle vor allem. Und oft verändern dann Menschen erst was, wenn so ein richtiger Break kam. Ja, entweder ein Unfall, eine Krankheit. Bei mir war es auch voll, also der zweite Auslöser war eine Trennung eben auch, eine Beziehungstrennung, wo ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und lebe ich wirklich das, was ich jetzt hier leben will. Ja, gebe ich das rein oder mache ich das jetzt nur, weil alle das machen, weil das das gesellschaftliche Bild ist? Und das war dann die Wende. Also das sind wertvolle Hinweise an alle, die das hören, nicht weiterzumachen. Ja, das ist ein Widerstand. Ich nehme mal ein Bild. Ja, du fährst mit deiner Energie, mit deinem Level, mit 180 im Auto und wenn so ein Widerstand kommt, das ist wie ein Baum. Ja? Boom, als ob du dagegen knallst. Und es ist natürlich leichter, wenn du nur mit 5 km/h an den Baum knallst, dann gibt es vielleicht auch einen Blechschaden, als mit 180. Ja? Also, so meine Erfahrung aus meinem Leben, weil ich so ein extremer Mensch oft bin, manchen Leuten auch zu schnell. Ich vorgehe, ja. Also ich versuche möglichst nicht in diesen Baum reinzuknallen, sondern achte auf diese Hinweise, die das Leben mir dann gibt. Und sage, ah, danke. Kann ich nochmal um den Baum drumherum fahren? Ja, es
Das war enorm wichtig, was du gesagt hast, dass dieser Crash erstmal kommen darf und dann der einen anregt, der eigentlich nochmal so reflektieren, was macht das mit mir oder wie würde ich mich darin sehen, wenn ich jetzt diese Person wäre. Zum Beispiel, bei mir war es 2015 ein drastischer Einbruch, weil in dem Jahr mein Großvater gestorben ist. Das war so die Person, die mir am nächsten stand, was mein Wesen angeht, was mit wem ich mich austauschen konnte, auf allen möglichen Ebenen, nicht nur emotional, sondern auch, ja, ich körperlich konnte ihn umarmen, er war immer da für mich, ich konnte immer bei ihm sein, wenn ich wollte, ich habe nie gestört. Solche Personen gibt es heute, finde ich, leider nicht mehr so oft, den man nie stört, wenn man ihnen entgegenkommt oder wenn man zu ihnen kommt, dann wird man immer mit offenen Armen empfangen, und sobald diese Person weg war, da hat sich was geändert, und kurz vorher ist ein ehemaliger Freund von mir gestorben, im gleichen Alter, an einer Krebserkrankung. Und da habe ich mir auch gedacht, wie wäre mein Leben, wenn ich jetzt sterben würde oder wenn ich jetzt diese Diagnose bekommen würde? Hätte ich dann mein Leben so gelebt, wie ich es haben will oder nicht? Und das fängt dann an, dann fängt es dann an zu rattern, und dann macht man sich Gedanken. Und was du jetzt auch mit dem Seelenplan angesprochen hast, will ich nur noch einwerfen. Ich habe mich vorher informiert ein bisschen, so was so Sprichwörter angeht. Dann bin ich auf Johann Wolfgang von Goethes Aussage gestoßen, dass man nur froh sein kann im Leben, wenn man was gibt. Dann ist die Frage, was gibst du? Und im Geben steht ja auch die Gabe. Sprich, das Geben darf dann in direkter Verbindung stehen mit deiner Gabe, mit deinen Talenten. Und wenn man die nicht nutzt, dann hat man ja auch nicht wirklich gelebt. Dann ist die Frage, nutzt du deine Talente? Wichtige Frage für unsere Zuschauer. Auch gerne reinkommentieren, ja. Welche Talente hast du? Wir sind brennend interessiert, von dir zu erfahren. Und wie gibst du sie in diese Welt? Ja. Gibst du dich sozusagen hin? Ja, diese Hingabe hattest du vorher schon erwähnt, ne? Ja. Und ich sage immer, ich vergleiche das, bin ja sehr christlich geprägt worden, mit dem Gleichnis von den Hausverwaltern. Jesus gibt drei Leuten einen Sack Geld. Ja, dem einen gibt er nur ein bisschen was, dem anderen doppelt so viel, dem anderen dreifach so viel. Und der erste vergräbt halt, bis der Hausherr wiederkommt aus diesem Gleichnis und macht nichts damit. Der zweite tut es irgendwie auf die Bank bringen, auf jeden Fall irgendwas damit machen, verdoppelt es, und der andere tut es irgendwie vervielfachen. Und dieser Hausverwalter kommt zurück und sagt, aber hey, was hast du jetzt damit gemacht? Und im Endeffekt lobt er den, der eben es vervielfacht hat. Ja? Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe früher eben mein Talent nicht gelebt. Ich habe sogar in meinem Angestelltenverhältnis mehr oder weniger ausgeklammert. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich gerne hier reinbringen möchte, weil das kommt gerade hoch. Ich habe verheimlicht, dass ich gut singen kann. Ja, und da war ich schon 5 Jahre da angestellt. Ich war bei der katholischen Kirche angestellt als Jugendpflegerin im sozialen Bereich. Und wir haben Josefsthal sucht den Superstar gespielt, so nach DSDS-like. Und ich wurde angemeldet sozusagen, ohne meines Wissens, als Abendprogramm da mitzumachen. Und ich werde es nie vergessen, weil es war ein ganz markantes Ding. Also überhaupt eine Bühne vor, ja, zumindest 80 Leute oder so. Wie so eine pädagogische Klausur. Und wir hatten drei Kategorien, und beim ersten Mal habe ich mich, glaube ich, irgendwie, genau, mit Gitarre, da habe ich so gezittert, dass ich nicht mehr Gitarre spielen konnte, und habe das dann a cappella weitergesungen. Bin weitergekommen. Beim zweiten Mal habe ich mit dem 5 Minuten vorher geprobt gehabt, und das war ein Graus, den zweiten Song mit einem Klavierspieler zu haben, und das dritte Mal, also ich bin trotzdem weitergekommen, ich war dann in der Endausscheidung, und beim dritten Mal habe ich eine Karaoke-Version gehabt und habe einen Text vergessen, das war super, und ich habe trotzdem gewonnen, also ich habe diesen Preis dann mit nach Hause genommen, habe den auf meinem Schreibtisch gesetzt, und das hat mich damals schon sehr nachdenklich gemacht, weil die Leute danach so viel zu mir gesagt haben, hey, ich wusste ja gar nicht, dass du singen kannst, und warum machst du das eigentlich nicht? Also wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, also auch jetzt wieder an euch da draußen, sehr, sehr wichtig, ja, dass die euch wertvolle Hinweise geben und auch das Umfeld, was euch bestärkt, dann damit mehr zu machen, mit euren Funden, wie aus dem Gleichnis gesagt, wirklich damit was anzufangen,
weil es ist eine Gabe, egal was ihr könnt, ob ihr gern mit Zahlen macht, ob ihr gern malt, ob ihr, was weiß ich, mit Leuten gern redet, was auch immer. Es ist eine Gabe, die ihr hier reingeben könnt und wo die Welt euch sehr dankt, wenn ihr es dann endlich macht. Ja. Das war sehr schön. Ich möchte da auch noch kurz was hinzufügen zum Thema Geben und meinen Großvater oder generell die Großeltern. Du kennst ja sicherlich auch du kannst dich noch an deine Großeltern erinnern. Zumindest. Nein, manche. Leider nicht. Nee. Keinen. Gut. Dann als Zuschauer oder je nachdem, es geht ja nicht um die Großeltern, es geht nur um ältere Menschen, weisere Menschen, die schon viel erlebt haben. Die waren ja meistens in der Lage, dass sie was gegeben haben. Meine Großeltern haben immer gegeben. Die haben jedes Mal, wenn jemand kam, dann haben sie was geschenkt. Ob es ihre Zeit war, was zu essen, gute Laune. Es gab immer was Positives mitzunehmen. Und deswegen wurden sie ja geliebt, weil sie immer im Geben waren. Sie waren in diesem Geben-Modus. Warum hat sich die Familie immer um meine Großeltern versammelt? Weil die immer was bekommen haben. Liebe reicht ja schon, wenn es Liebe ist. Und wenn man diese Liebe eben weiterschenkt, dieses von Herzen, diese Herzensliebe, und dann stößt es entsprechend auch auf Gegenliebe. Dann sind wir auch wieder bei dem nächsten Liebe. Du hast ja auch die Bibel hier mit reingebracht. Und das ist für mich das Wichtige. Wenn ich mich liebe, wenn ich verstehe, dass ich bei mir bin und das gebe, was zu mir gehört und dadurch auch Leute inspirieren kann oder helfen kann, um ihnen verständlich zu machen, ja, der Martin, der schaut jetzt glücklich aus, weil er hat gar nichts Großartiges gemacht, aber er ist einfach nur bei sich. Und wir machen jetzt das Video hier, weil wir Spaß dran haben, Videos zu machen und Dinge weiterzugeben und uns mitzuteilen. Und dann sind wir auch wieder beim Teilen und Mitteilen. Letztlich kommt es ja darauf an, dass ich das gebe, was zu mir gehört und was andere Menschen, dass die damit auch was anfangen können. Und so ging es mir auch in meiner Entwicklung, wo ich gemerkt habe, ich habe mehrere Coachings gemacht, ich habe Hilfestellung bekommen von Leuten, die auch keine Coaches sind, aber die mir trotzdem wertvolle Tipps gegeben haben. Und dann irgendwann mal wie ich dann mich mit dieser Selbstständigkeit beschäftigt habe und ich wusste, dass ich nicht mehr zurück in ein Unternehmen will, ich will mein eigener Chef sein, dann sage ich, wenn ich so viele wertvolle Tipps bekommen habe und manche haben dafür auch noch Geld bekommen und viel Geld, warum kann ich das nicht weitergeben? Ich habe es verstanden, wie es funktioniert, ich weiß, dass es mir hilft, also gebe ich es auch weiter. Ohne da jetzt in dieser Erwartungshaltung zu sein oder schon darüber nachzudenken, was ich dafür zurückbekomme, sondern nein, ich weiß, dass es mir weiterhilft und egal was, ob jemand mir was zahlt oder nicht, ich weiß, dass der Person besser geht, auch wenn es nur ein Lächeln ist, wenn es nur gute Energie ist, die wir hier über das Video rüberbekommen, und das kannst du gerne bestätigen mit einem kurzen Daumen hoch. Dann bin ich schon erfüllt, dann geht es mir schon besser. Dann habe ich wieder was auch von mir gegeben, weil sind ja auch die Emotionen. Wenn ich diese Emotionen, wenn ich merke, ich spüre da was ich mitteilen will und ich lasse es in mir drin, dann kennst du ja sicher auch das Gefühl, Conny, du willst zum Beispiel ein Lied singen und du singst nicht, dann sagst du, jetzt hätte ich gern gesungen, aber jetzt habe ich es trotzdem nicht rausgelassen. Das ist ja auch nichts anderes als aufgestockte Energie, und wenn du die behältst, dann fühlst du dich eigentlich nicht gut, dann bedauerst du es, dass du nicht deinem Bauchgefühl gefolgt bist, sondern es geht darum, das preiszugeben. Und das für mich ist der Sinn des Lebens, dass ich das, was zu mir gehört, dass ich das auch mit den anderen teile. Und dann bekomme ich das zurück, was zurückkommen soll. Aber ich weiß dass zumindest, dass ich das Richtige gemacht habe. Oder ich spüre es. Wir wollen es ja kurz und knackig halten. Martin, ihr merkt, wir sind alle sehr als Geber geprägt worden. Ich bringe noch den letzten Aspekt rein, dass dieses Annehmen auch genauso wichtig ist. Ja, denkt an meine zwei Anfangsfragen. Ja. Seid ihr da draußen auch ein guter Empfänger? Ja, vielleicht kommt das Universum und schickt jetzt Martin und mich, dass ihr das gut empfangen könnt. Oder andere Sachen, wie dass ein Paket zum Beispiel letzte Woche einfach vor meiner Tür war und ich habe gar nicht gerechnet. Das hat mir einfach jemand geschickt und geschenkt. Ja. Seid ihr auch ein guter Empfänger und freut ihr euch und könnt ihr gut annehmen? Auch wenn die Freundin sagt, ich lade dich zum Essen an. Ja. Sind wir mal bei ganz praktischen Sachen. Auch da gerne mal reinschreiben, weil das Gesetz des Ausgleichs beinhaltet, dass es ein guter Fluss ist, so nenne ich es mal, zwischen dem Geben und dem Nehmen.
Und so wie ich das eigentlich erlebt habe, ist, will euch das Leben viel mehr schenken. Ja, ich habe es oft erlebt, dass ich es gebe und es zehnfach eigentlich als Energie oder als Erinnerung, als Erfahrung, als Umarmung, als Liebe, es kam irgendwie immer viel mehr zurück, als ich erwartet habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also es war nie so eins zu eins. Ich habe auch erlebt, dass es nicht von der gleichen Person zurückkommt, auch beim Geld. Manchmal kommt es ganz woanders zurück, ja. Und das hat halt mein Vertrauen sehr gestärkt, dass ja, das Leben, das Universum, Gott, wie auch immer man es nennt, mir alles geben möchte. Ich darf üben, offen zu sein, diesen Kanal offen zu lassen, auch zu empfangen. Ja, empfangen zu lernen und dann einfach zu sagen, wow. Und dann gebe ich aus dieser Fülle, weil ich werde so aufgefüllt die ganze Zeit, geben wir das jetzt auch hier raus. Ich hoffe, das spürt ihr da draußen. Und wir sagen, das ist so unglaublich, ich muss das auch irgendwie weitergeben, weil sonst platze ich vor Freude. Ja, das geht gar nicht anders. Ja? Aber der Aspekt ist mir jetzt gerade aufgefallen. Und wenn ihr zuschaut an dem Bildschirm, vielleicht schreibt euch einfach auch für euch auf, wie so euer Verhältnis ist zwischen Geben und Nehmen. Ja, könnt ihr gut annehmen und oder denkt ihr gleich, oh, ich muss gleich wieder was zurückgeben oder wie geht es euch damit? Ich gebe mal ab an Martin, vielleicht mag er das noch ergänzen. Ja, ich möchte abschließend noch ein paar Tipps geben und wie du schon gesagt hast, auch zum Thema Geld. Das hat mir auch die Augen geöffnet, wie ich verstanden habe, dass das Schenken und Geben ist ja gleichzusetzen, und dass ich was weitergebe. Dass ich dem Universum auch verständlich gebe, dass ich viel habe, dass ich in der Fülle lebe und dass ich im Vertrauen bin, dass es auch wieder zurück zu mir kommt. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wie ich erfahren habe. Ich möchte noch zwei Tipps geben zum Thema Geld, die ganz einfach umzusetzen sind. Zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst oder wenn du beim Fahrkartenautomaten bist oder irgendeinem Automaten und du wirfst Geld rein und kriegst Wechselgeld zurück, dass du nicht die Münzen annimmst. Du lässt einfach die Münzen liegen. Wenn du für 3,50 Euro ein Ticket bezahlt hast, dann lässt du die 1,50 Euro einfach in dem Automat, in dem Fach liegen. Oder du gibst es der Kassiererin. Und dann wartest du mal ab, was passiert beim Einkaufen. Wie ist die Reaktion? Oder beziehungsweise wartest, sei gar nicht in der Erwartungshaltung, weil du weißt ja nicht, in dem Automaten kommt jemand vielleicht erst Stunden später und holt sich das Geld. Aber du wirst dich trotzdem freuen. Oder was ich auch gemacht habe, was unglaublich mächtig, kräftig war, dass ich mir 3 10-Euro-Scheine abgehoben habe und habe sie an Obdachlose in Paris verteilt, die vor Luxus-Boutiquen übernachtet haben, nachts. Die haben schon geschlafen und ich habe sie trotzdem irgendwie reingeschoben, die 10 Euro. Und einfach so als kleine Geste, dass ich sage, ich habe genug, aber ich weiß, dass diejenigen sich davon was kaufen können und vielleicht es überlebenswichtig ist und lass es einfach mal so stehen. Und was sich dann ergeben hat bei mir speziell ist, dass ich ein paar Monate später habe ich meinen Finanzcoach getroffen, der mir gezeigt hat, wie ich 100 Euro in der Stunde verdienen kann auf den Finanzmärkten. Also das Verhältnis, wie du schon gesagt hast, ist das Mindeste, ich sage, das ist mindestens zehnfach von dem, was du eigentlich gibst. Die Sache ist dann nur, nimmst du es an und vertraust du dem auch, derjenige, der schenkt oder der dieses gibt? Oder denkst du dir, nee, ich bin da ein bisschen skeptisch und das kommt ja auch wieder von dir, weil du kein Vertrauen zu dir hast und daher geht es dann auch, da können wir ja nochmal ein extra Video machen, auch was das Thema Empfangen betrifft, wie schaffe ich dieses Selbstvertrauen aufzubauen, wie schaffe ich den Selbstwert zu erhöhen, damit ich entsprechend auch empfangen kann. So. Ihr seht schon, danke Martin, wir haben euch viel zu erzählen und es sind viele kleine Bausteine, die ineinander greifen, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind gerade, an unser Leben angekommen sind und das möchten wir gerne mit euch teilen. Und zum Schluss möchten wir natürlich euch bitten, unseren Kanal auf jeden Fall zu abonnieren, unser Video zu liken, zu teilen an andere und einfach dran zu bleiben. Jede Woche kommt jetzt ein neues Video von uns raus. Ja, Beam Up Your Business, weil wir sagen, euer Leben, das ist euer Business, das ist euer Unternehmen. Ich möchte gerne mit dem Satz abschließen, den ich gelesen habe von Esther und Jerry Hicks zu dem Thema. Nämlich, unsere Hauptaufgabe hier in diesem Leben ist, dass wir uns selber glücklich machen.
Na, dass wir uns auf die Reihe kriegen und dass wir glücklich sind. Und egal, welche Träume, Ziele du hast, was du hier auf diese Erde bringen willst, darum geht es, dass du dabei glücklich bist und Freude empfindest. Falls du noch einen abschließenden Satz sagen möchtest, weil ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wunderbar. Du hast schon alles gesagt. Ich danke dir, Conny, für die Moderation hier, für das Durchführen, für die super Fragen. Und freue mich aufs nächste Mal. Und ich sage es nur mit dem Satz, denn der mich sehr geprägt hat, ist, dass alles ist möglich, du darfst es nur wollen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.